Hallo, der Blind Spectator vor euch im Mikrofon und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Return to Monkey Island. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Schiff oder so. Sieht aus, als wäre nicht besonders scharf darauf gewesen, sich porträtieren zu lassen. Scharf? Wir wollen hier auch ein Buch ausleihen, allerdings geht das wohl noch nicht. Hier kommen wir auf die World Map. Warnung! Der dunkle Wald ist tödlich und verwinkelt. Karten werden dringend empfohlen. Okay, also brauchen wir gar nicht reingehen, weil da steht schon dran, dass wir uns verlaufen werden, oder? Als ich 6 Jahre alt war, habe ich sie geliebt. Museum für Piratenkunde. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich sie geliebt, bis ich 2 Tage lang in einer gefangen war. Die durften mittlerweile illegal beim Mitternachtsmittagessen der Handelskammer. Bald zurück. Vor einiger Zeit habe ich hier auf dem Rasen ein T-Shirt gewonnen. Okay, also. Ein klassisches Exemplar der Philea nadellus. Eine fleischfressende, gefäßbildende Dicotyledonenart, die für ihre geschmackvoll... lila Blumen. Ohne eine Karte bin ich hoffnungslos verloren. Okay, man muss ja den Pflanzen folgen. Offensichtlich ist in Ordnung. Hier oben war eigentlich doch Hook. Mitooks Museum ist weg. Genauso wie das Kabel zu seiner Insel. Angesichts des weltweiten Mangels an Gummihühnern mit einem Karabinerhaken ist das auch gut so. Gehen wir erst noch hier hin. Ich erinnere mich noch daran, wie dieser Ort einst voller Schwerttrainingsplätze war. Jetzt gibt es nur noch Bäume. Fortschritt. Okay, dann auf zur Werft. Wow, es ist schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Das Vermögen dieser Einrichtung wurde beschlagnahmt, um eine Sammelklage beizulegen. Schönen Tag noch. Da steht Tans Gebrauchtschiff-Bazaar. Es ist so traurig. Stans Bazaar war früher der beste Ort, um gebrauchte Schiffe zu kaufen. Die Fenster sind mit Brettern vernagelt und es ist sehr dunkel da drin. Ist das eine alte Zahnbürste? Die Fenster ja, sind die. Mit Brettern Wir vernagelt. Die ist das doch. Eine alte Wir brauchen doch diese Zahnbürste. Es ist weich und extra flauschig. Ich will dieses Buch da nicht die ganze Zeit haben. Das ist voll gefährlich. Dass das da die ganze Zeit so blinkend und so ist. Nicht, dass man da außersehen draufklickt und dann hat es instant einen Hinweis. Ich erinnere mich noch daran, wie diese Fackeln bei Stans Gebrauchtschiff-Bazaar wie auf einem Rummelplatz leuchteten. Dies war einmal ein so heller, fröhlicher Ort. Es ist ein ausgetrockneter alter Meeresschwamm. Nehmen. So, also ich will diese Zahnbürste da drin. Das Vermögen dieser Einrichtung wurde... Aber ich kann irgendwie mit nichts... ...mit nichts irgendwie interagieren. Wie kriege ich diese scheiß Zahnbürste? Interessanterweise steht sowas nicht mal auf unserer To-Do-Liste dann. Die Fenster sind mit Brettern. Ist das eine? Ja, dann nimm die alte Zahnbürste, Junge, wenn du da hinkommst. Ich kann mit den Brettern nicht interagieren, ich kann mit der Tür nicht interagieren. Ich nehme das jetzt mal so hin. Expedition zur sagenumwobenen Monkey Island. Crewpositionen verfügbar. Dienen Sie unter LeChuck, dem furchterregendsten Piraten auf den 8 Meeren. Ein Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert. Fragen Sie hier an. Du suchst einen Job? Dann komm her. Das Klemmbrett in deiner Hand sagt, dass du die Quartiermeisterin bist. Die Mannschaft sagt, dass ich die Quartiermeisterin bin. Das Klemmbrett hat keine Stimme.
Du siehst aus wie ein Typ ohne viele Möglichkeiten. Willst du einen Job? Mir fehlt ein Schrubbi. LeChuck ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit. Sogar Menschen werden meistens toleriert. Auf jeden Fall, ich wäre gern ein Schrubbi. Schrubben ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen auf der ganzen Welt. Die erholsame, gedankenlose Wiederholung. Der zarte Duft von altem Seifenwasser. Die stolze Genugtuung über eine glänzende Planke. Okay, okay. Heb dir die Streicheleinheiten für die Decks auf. Die einzige Voraussetzung ist, dass du deinen eigenen Mob mitbringst. Wenn du einen Mob hast, ist der Job... Hey, warte mal. Wie ist dein Name, Seemann? Smith. John Smith. Aha. LeChuck hat mir eine schwarze Liste gegeben. Und du stehst drauf. Im Grunde bist du die schwarze Liste. Es tut mir leid. Ich kann dich nicht einstellen. Du bist offensichtlich Guybrush Threepwood. Tja, das ist ein kleines Hindernis. Ich bin verwirrt. Hast du nicht gesagt, dass du dir ein eigenes Schiff besorgen wolltest? Ja, aber dann dachte ich plötzlich, warum sich die Mühe machen? Ich wollte ein Schiff und eine Mannschaft. Hier waren ein Schiff und eine Mannschaft. Reif für die Übernahme. Alles, was ich tun musste, war, an Bord zu gehen, auf den richtigen Moment zu warten und zuzuschlagen. Zuschlagen? Die Mannschaft meutern, das Schiff kapern. Ein Pirat sein! Nur, dass sie dich nicht einstellen wollten, weil sie wussten, wer du bist. Ja, das war ein Problem. Außerdem brauchte ich einen Mob. Okay. Ich hoffe, das ist keine dieser Partykreuzfahrten. Man kann über meinen bösen, schrecklichen Erzfeind LeChuck sagen, was man will, aber er weiß, wie man ein Schiff belädt. Kein Parken von dämonischen, geisterhaften oder untoten Fahrzeugen oder Motorrollern. Dienstags von 3 bis 4 Uhr. Sieht aus, als würde dies eine lange Reise werden. Okay. Wie clever. Kann ich sonst noch was mit der interagieren? Threepwood, ich sollte gar nicht mit dir reden. Ich bin nicht Guybrush Threepwood. Ich sehe nur so aus wie er. Du wärst erstaunt, wie oft uns die Leute verwechseln. Manchmal verkörpere ich ihn auf Partys. Nur so zum Spaß. Wir sind uns noch nie begegnet und ich bezweifle, dass ich ihn mögen würde, wenn wir uns begegnet wären. Selbst wenn etwas davon wahr wäre, würde es keine Rolle spielen. LeChuck würde einen Blick auf dich werfen und durchdrehen. Nur wie Guybrush Threepwood auszusehen, reicht aus, dass ich dir den Job nicht geben kann. Entschuldigung. Okay. So sei es. Warum hat es Wally so eilig? Er wird uns doch nicht an Madison verraten, oder? Ich glaube, er musste den Druck, der auf ihm lastete, auf eine andere Weise abbauen. Sind die zurück von ihrem Mitternachtsessen, oder was? Sind sie. Es ist ein ungewöhnlicher Tresor mit 5 Schlüssellöchern. Der Tresor steht leider nicht zum Verkauf. Er wurde mir zur Aufbewahrung gegeben. Grün, halber Preis. Blau, die Hälfte des halben Preises. Gelb, die Hälfte der Hälfte des halben Preises. Orange? Was ist orange und liegt in der Mülltonne? Eine Abfallsine. Stehen die Vorhänge auch zum Verkauf? Alles muss raus. Sie würden ein tolles Kleid abgeben. Jemand ist sehr aufgeregt, wenn ich dieses Schild ansehe. Ein Kristall? Das ist nicht diese Art von Spiel. Alles ist zu einer Pfütze ausgelaufen. Nicht für mich. Da steht, alles muss raus, aber mit Zahlen. Es ist ein gruseliger Schrumpfkopf mit langen, strähnigen Haaren. Ich wusste nicht, dass das ein Voodoo-Ding ist. Das sind sie nicht. Aber die Touristen mögen sie. Ich nehme diesen ekelhaften Schrumpfkopf. Das ist mein letzter. Ein echtes Schnäppchen. Schön. Schade, dass er leer ist. Du machst das super, Kumpel. Verpackst du auch Geschenke? Wir haben kein Geschenkpapier mehr. Es sei denn, du möchtest es in die Haut einer Eidechse einwickeln. Nein, danke. Das ist ein hübsches Symbol. Was bedeutet es? Da waren früher magische Verkleidungen drin. Aber leider sind sie alle weg. Schade, dass sie ausverkauft sind. Eine magische Verkleidung scheint wirklich nützlich zu sein. Im Museum gibt es noch die berühmte Augenklappe von John Laney.
Ich bin mir sicher, dass die Magie inzwischen nachgelassen hat. Aber ich glaube, ich kann ihre Fähigkeiten wiederherstellen. Ich glaube, das brauchen wir. Ein leerer Korb. Ich hätte schon letzten Monat hierher kommen sollen. Spitz? Es ist ein nicht magisches Zeremonialmesser. In der Tat sehr scharf. Oh, ich hätte gern dieses Messer. Eine ausgezeichnete Wahl. Ich benötige deine mündliche Zustimmung zu einer Haftungsfreistellung. Okay. Dieses Produkt darf nicht für die Begehung von Straftaten verwendet werden, einschließlich Vandalismus, Gefängnisausbruch und Diebstahl alter, unschätzbarer Artefakte. Kein Problem. Sich selbst oder andere Personen zu bedrohen, zu verängstigen, zu erstechen, zu rasieren oder zu manikühren, liegt ebenfalls außerhalb des Rahmens der zulässigen Nutzung. Oh, okay, schätze ich. Das Produkt ist nicht zum Werfen geeignet. Das Werfen des Produkts verstößt gegen diese Bedingungen und führt zum Erlöschen der Garantie. Schnitzen, schnibbeln, jonglieren und alle Tricks, bei denen das Produkt gestapelt oder ausbalanciert wird, können schwere Verletzungen verursachen und sollten nicht von Personen ohne Lizenz durchgeführt werden. Aha. Die Verwendung mit Brot, Brotbelägen, Bettbezügen oder Fäden kann das Produkt beschädigen. Wenn das Produkt beschädigt ist, sollte es nicht verwendet werden. Das Produkt ist scharf und sollte nicht in einer Tasche, einem Mantel, einem Gürtel, einem Hutband, einer Handtasche, einem Schulterholster oder einer Scheide getragen werden. Halten Sie das Produkt stets von Kindern, Haustieren, alten oder gebrechlichen Menschen, Clowns, Piraten und Erwachsenen fern und schließen Sie es nach Möglichkeit in einem Tresor ein. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs dieses Produkts. Durch die mündliche Zustimmung zu diesen Bedingungen... Ist okay. Oh, ist das der Moment, in dem ich Ja sage? Ja. Ja. Gibt es irgendetwas, was ich damit tun darf? Ich bin nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten, da sie zu einem Haftungsproblem führen könnte. Was ist das für ein Ding? Es ist ein Vergebungsfrosch. Wenn keine Entschuldigung ausreicht, verschenke den Vergebungsfrosch. Es ist wie eine Karte, nur viel besser, denn es ist ein Frosch. Davon habe ich noch nie gehört. Bist du sicher, dass das echter Voodoo ist? Kein Kommentar. Es funktioniert. Vertrau mir. Ich nehme diesen Vergebungsfrosch. Er kann jemandem helfen, auch sehr alte Verfehlungen zu vergeben. Den brauchen wir für die Gouverneurin. Was kommt denn da? Das Festmahl des Wissens. Ich habe ein paar Münzen für Kleinigkeiten. Auf deinem Schild steht, dass du dein Geschäft aufgibst. Oder handelt es sich um einen dieser Ausverkäufe, bei denen man nicht wirklich das Geschäft aufgibt? In der Karibik ist eine neue dunkle Magie auf dem Vormarsch. Sie hat viele Anhänger, vor allem unter jungen Menschen. Es gibt wenig Nachfrage nach meinen Talenten oder meinen Waren. Das Geschäft läuft schlecht. Und es gibt noch andere Faktoren. Captain Madison begehrt diesen Laden. Dass er mir gehört, nützt wenig gegen ihre finanzielle und politische Macht. Moment mal. Dunkle Magie, hast du gesagt? Ja. Wie funktioniert dunkle Magie? Runen, Chemikalien, die Macht der Geheimnisse. Ich bin keine Expertin. Für meinen Geschmack ist es zu steril. Ich mag es lieber chaotisch und theatralisch. Ist dunkle Magie mächtig? Mächtig, ja. Das kann sie sein. Aber gefährlich. Im Gegensatz Wenn der zu Dachs seinen eigenen Schwanz kaut, gibt es bald keinen Dachs mehr. Du magst diese Metapher sehr, nicht wahr? Sie hat viele Verwendungsmöglichkeiten. Kann dunkle Magie mich nach Monkey Island bringen? Nein. Verrückt. Wo kann ich etwas dunkle Magie herbekommen? Dunkle Magie ist nicht dein Weg, Guybrush Threepwood. Weißt du mehr über diesen John Laney mit der Augenklappe? Captain John Laney war bekannt als der Pirat der 1000 Gesichter. Es hieß, dass er seinen besten Freund mit nichts weiter als einer Augenklappe täuschen konnte. Die Legende ist wahr, aber nur, weil die Augenklappe, die er trug, mit viel Voodoo-Magie gefüllt war. Die Augenklappe existiert noch immer. Sie ist im Museum für Piratenkunde hier auf Mealy Island ausgestellt. Wenn eine unternehmungslustige Person wie du sie befreien und hierher bringen würde, könnte ich sie wahrscheinlich wieder zum Funktionieren bringen. Verstanden. Danke. Ich nehme an, du verkaufst keine Mobs. Ich kann dich nicht in Sachen Mobs beraten.
Der wahre Meister ist der Koch in der Scumbar. Kannst du deine Talente nutzen, um mir zu sagen, wie es Elaine gerade geht? Sie ist immer in der Nähe, egal wie weit sie entfernt ist. Ergeben deine Antworten je einen Sinn? Es gibt keine Antworten. Nur Fragen, die beendet sind. Kannst du sehen, was LeChuck vorhat? Deine Ziele und die Ziele von LeChuck sind wie immer deckungsgleich. Aber seine Absichten sind noch dunkler. Er würde das Geheimnis benutzen, um schreckliche Dinge zu tun. Dunkler? Was soll das denn bedeuten? LeChuck darf das Geheimnis nicht bekommen. Da gibt es keinen Zweifel. Ignorieren wir, dass du uns jahrelang manipuliert hast in Tales of Monkey Island angeblich, oder? Ist das das Jahr, in dem du mir endlich deinen Namen sagst? Das ist schon fast zu einem Running Gag zwischen uns geworden. Aber es ist unangenehm, so wie wenn dein Glas leer ist, du aber immer wieder versuchst, es auszutrinken. Er lautet Corina. Oh, okay. Corina. Schön. Irgendwie war es spannender, bevor ich das wusste. Das trifft auf viele Dinge zu. Hast du noch andere mystische Ratschläge oder Informationen für mich? Aktientipps oder so? Nein. Okay. Jetzt wissen wir auch, wie sie heißt. So. LeChuck, Sir. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Vorbereitungen zum Auslaufen fast abgeschlossen sind. Du hast alle Zutaten für den Zauberspruch, um nach Monkey Island zu gelangen? Check. Tintenfischtinte, Hühner, Schwefel, Zimt, Affenblut, Minze und ein nerviger Totenkopf. Gut gemacht. Trag dich für eine Auspeitschung weniger auf dieser Reise ein. Lustige Geschichte. Guybrush Threepwood hat versucht, sich in die Mannschaft einzuschreiben. Threepwood? Er muss auch nach dem Geheimnis suchen. Dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. Lass ihn töten! Warte! Lass ihn leben. Ich will, dass er sieht, wie ich nach Monkey Island segle, in dem Wissen, dass das Geheimnis für ihn verloren ist. Sicher. Ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen. Ist die Suche nach dem sagenumwobenen Geheimnis von Monkey Island eine gute Idee? Sollten wir nicht lieber die Meere terrorisieren, Angst verbreiten, Chaos stiften? Mehr das typische LeChuck-Zeug? Ich hab genug davon, dass du meine Befehle in Frage stellst. Belade das Schiff fertig und was immer du tust, lass Threepwood nicht an Bord. Nun gut. Okay. Dann gehen wir jetzt zu Carla und geben ihr den Vergebungsfrosch. Hi Carla. Hier, ein Frosch. Das ist für dich. Du gibst mir einen Frosch? Es ist ein Vergebungsfrosch, wenn Worte nicht ausreichen. Du hast dir nicht einmal die Mühe gemacht, etwas Persönliches auf diesen Frosch zu schreiben. Das ist einfach unhöflich. Ich lehne deinen Frosch ab. Hat also doch nicht funktioniert. Offenbar funktioniert ein Vergebungsfrosch nicht, wenn die Entschuldigung, die man draufschreibt, nicht gut genug ist. Liebe Carla, tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Mir ist klar, dass du robust zu Robustheit bist. Ich wundere, dass du hart zu Sandsprung bist. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Wie deine Taten in Santo Domingo beweisen, bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ich verspreche, mich in Zukunft zu bessern. Ja, versuchen wir es nochmal. Das ist für dich. Liebe Carla, ich bin beeindruckt, Guybrush.
Erstaunlich aufmerksam, wenn man bedenkt, dass es von dir kommt. Ich bin seltsam bewegt, dir zu verzeihen, dass du mein Buch verloren hast. Und ich werde diesen Frosch als Erinnerung an die Zeit, in der du etwas richtig gemacht hast, in Ehren halten. Wie schön, dann können wir jetzt ein Buch ausleihen. Nichtsdestotrotz machen wir das aber in der nächsten Folge von Return to Monkey Island. Bis dahin, haut rein!